Schadensaufnahme auf dem Unstrutradweg zwischen Heltrungen und Bredleben. Gebaut wurde er ab Mitte der 90er. Seitdem arbeitet der Damm unter dem Asphalt. Nun hat sich ein Teilstück gehoben. Eine potenzielle Sturzgefahr für Radler, die beseitigt werden muss. Ich habe das jetzt hier die Stelle aufgenommen. 7 Meter mal 2 Meter Asphalt hebt sich. Das ist das, was uns auch schon als Mängel gemeldet worden ist. Ich habe noch welche gefunden zwischen Flutmuldenbrücke und hier. Rund 12 Kilometer des Unstrutradwegs gehören zur Stadt an der Schmücke. Doch nicht nur Radler nutzen ihn. Die Strecke verläuft teils zwischen Feldern und wird damit auch von Agrarfahrzeugen befahren. Die Folge sind etwa zerstörte Bankette. Das bereitet uns natürlich auch Probleme, weil der eigentliche Radweg nach links und rechts nicht abgesichert ist und dadurch eben natürlich auch eine Unfallgefahr darstellt. Hinzu kommen die Kosten für das Mähen und die Beseitigung des illegalen Mülls. So schlägt das Radwegenetz für die kleine Stadt im neuen Haushalt in Summe mit etwa 40.000 Euro zu Buche. Ein Problem ist auch, dass die Gemeinden, die sich 2019 zur Stadt zusammenschlossen, nicht alle Jahre in Reparaturen investiert haben. Nun hat sich ein Sanierungsstau von rund 15.000 Euro gebildet. Natürlich sollte man nicht so einen großen Sanierungsstau aufkommen lassen, dass man es am Ende gar nicht mehr bewältigen kann. Aber es ist halt auch eine politische Entscheidung, wofür wird das Geld ausgeben. Und wir können auch jeden Euro nur einmal ausgeben. Und dann gibt es ganz oft doch die Situation, dass gerade kleine Gemeinden sagen, wir geben es doch für wichtigere Dinge in dem Moment aus, die dringender sind, wo es mehr brennt als auf dem Radweg. Der ist ja noch irgendwie gut. So geht es vielen Kommunen. Hier an der Schmücke war jetzt höchste Not. Die Reparaturen wurden vom Stadtrat abgenickt, auch wegen der Verkehrssicherungspflicht. Doch dass dafür keine Fördermittel beantragt werden können, anders als für den geplanten neuen Radweg in Richtung Kölleda, kann die Stadt nicht verstehen. Ich denke, wenn man den politischen Willen hat und sagt, wir wollen mehr Leute das Fahrrad nutzen sehen und sagt, wir fördern auf der einen Seite zwar die Beschaffung von Fahrrädern, dann muss man auch die andere Seite vom Apfel nehmen und sagen, ja, ich unterstütze auch da, wo Radwege erneuert werden müssen. Das Geld für Reparaturen sei laut Verkehrsministerium bereits in den Zuteilungen aus dem kommunalen Finanzausgleich enthalten. Damit geht also die Frage, ob ein Radweg wichtiger ist als die Kita, bei der nächsten Haushaltsaufstellung in die nächste Runde.